Ich denke, dass wir generell, was für den Nachwuchs in musikalischer Hinsicht tun müssen, das zeigt sich immer mehr, wie wichtig das auch ist, Kinder früh an die Instrumente heranzuführen. Und ich denke, wenn es ganz besondere Begabungen gibt, dann ist es nur schön, dass sie schon hier in die Hochschule mit integriert werden. Wir sind ganz, ganz froh als Hochschule, dass wir die Frau Zimmermann gewinnen konnten, diesen Kurs zu machen. Sie ist einerseits natürlich eine fantastische Solistin, aber auch im Bereich der Kammermusik. Und Kammermusik ist auch meine große Leidenschaft, denn ich sehe mich als Bratscherin nicht als einzelne Musikerin, sondern immer in der Verbindung mit anderen. Denn Musik ist nie was für einen alleine, sondern immer eine Kunst der Mitteilung und des Kommunizierens. Ich stelle mehr Fragen, als dass ich Anweisungen gebe. Ich werde nicht sagen, du musst so und so spielen, sondern ich werde in der Arbeit nur beleuchten, wie die Töne, die gemeinsam gespielt werden, in Beziehung stehen und versuche, dass jeder Musiker diese Beziehungen zwischen den einzelnen Stimmen hören kann, verstehen kann und dem nachhören kann und es dadurch ein tieferes Verständnis der Musik geben kann. Aber ein Aufdrücken einer musikalischen Idee glaube ich nicht, dass Sie das bei mir im Unterricht in dieser Weise hören werden. Es ist halt nicht so wie normaler Unterricht, es ist schon ein bisschen was anderes und dann ist man natürlich aufgeregt, weil man sehr gut spielen will und alles zeigen möchte und so. Okay, noch einmal. Sie ist sehr nett wirklich und sehr, sehr offen und geht auch auf uns ein. Ist natürlich auch streng, aber streng gehört ja irgendwie dazu. Das ist auch im Unterricht, ist der Lehrer streng und sie hat eigentlich nur das Mittel, damit man das Beste aus sich rausholt. Ich freue mich immer wieder zu sehen, dass es eben nicht nur Null-Bock-Generation gibt, sondern dass es junge Leute gibt, die Spaß daran haben, sich einer Sache zu verschreiben, Qualitäten auszuarbeiten, Fähigkeiten zu erlernen, die in unserer Welt heute ein bisschen zu kurz kommen, aber durchaus nötig sind, nämlich Konzentrationsfähigkeit, eine Perfektion in einer Sache zu erreichen. Wenn man ein Instrument lange spielt, dann kommt ein Stadium, wenn man dann spielt, dann ist man einfach völlig frei und genießt es einfach nur noch. Dann fühlt man sich am Instrument zu Hause und das ist letztendlich das Ziel. Mein Ziel oder mein Wunsch für solche jungen Ensembles ist, dass sie lernen, völlig aufeinander einzugehen und trotzdem den Wunsch des Komponisten an erste Stelle zu stellen. Das heißt, die Interpretation des Werkes unter Einbringung aller Persönlichkeiten, die im Ensemble vorhanden sind, ohne irgendjemanden zu unterdrücken. Das geht in Kammermusik, das ist wunderbar. Und man schaut eben, dass man musikalisch dann eine Einheit wird. Dass Musik, egal ob wir Solisten sind oder Kammermusik spielen, immer aus einem Zusammenspiel besteht einfach und dass man sich auf die Musik einlassen soll und nicht so viel denken soll, sondern eher vom Gefühl her sich leiten lassen soll. Kammermusikalisch arbeitet man auch mit jemandem zusammen und wird von einem anderen inspiriert. Solistisch ist man dafür freier und hat dann bei dem Auftritt die ganze Bühne für sich und niemanden, der stören kann. Beides hat seinen Reiz, finde ich. Also allein Solistin zu sein, ist sehr schön natürlich. Aber Kammermusik ist auch immer wieder was Tolles, weil man eben zusammen musiziert und auch die Proben sind sehr lustig und schön. Uns liegt eben mit diesem Projekt sehr am Herzen, dass die Kinder und Jugendlichen gemeinsam miteinander musizieren können und auch in diesen Tagen eine Möglichkeit haben, sich auszutauschen, miteinander zu sprechen. Da können sich Ensembles bilden, Freundschaften entwickeln und das liegt uns am Herzen. Ich habe noch eine sehr schöne Kammermusikübung, die mache ich jetzt mit euch. Und zwar drehen wir uns jetzt komplett um, dass die Pulte außen sind und die Rücken innen und ihr euch nicht mehr seht. Dann müsst ihr nämlich noch viel besser zuhören. Ja, ihr könnt auch ganz im Kreis spielen. Ja, genau. Komm, eine Sekunde, einmal kurz aufstehen. Kommt mal noch hier ein bisschen näher zu uns. Ja, so. Sie arbeitet sehr kleingliedrig und hat überraschende Methoden häufig. Lässt auch singen oder Rhythmus vorsagen, das findet man ansonsten.
Selten. Bitte schön, so, aber ohne Instrument. Nur sprechen. Es wird nie ein perfektes Ergebnis geben nach 3 Tagen Arbeit, aber es gibt hoffentlich für jedes Ensemble irgendwelche neuen Einblicke. Ich beobachte eine Gleichgültigkeit in unserer Welt, gegen die die Musik einfach ein tolles Mittel wäre. Und ich finde es ganz fantastisch, wenn junge Leute die Möglichkeit haben, ausgebildet zu werden, egal was später daraus wird. Denn nicht jeder, der im Pre-College ist, wird ein hervorragender Solist oder Dirigent oder in irgendeiner Weise ein herausragender Musiker werden. Es wäre natürlich reizvoll, Pianist zu werden, aber die Berufsperspektiven sind nicht so berauschend, leider. Da muss man gucken, dass man sich irgendwie vielleicht noch mit einem Zweitjob absichert. Ich denke, wenn man so früh anfängt, also wir Musiker fangen ja relativ früh an, dann ist es einfach ein Teil vom Leben und dann denkt man nicht viel drüber nach. Und es gibt mir sehr viel Ruhe und sehr viel Kraft. Musik gibt mir eine Linie einfach im Leben und das ist mir sehr wichtig. Also ich könnte mir kaum vorstellen, ohne das zu leben. Für mich ist Routine ein Schimpfwort und ich möchte überhaupt keine glatte Leistung 5-mal oder 10-mal oder 20-mal in derselben Weise abliefern. Und ich hoffe auch, dass ich den Studenten das weitergeben kann, dass es ein lebenslanges Lernen ist, ein lebenslanges Weitersuchen nach einer heute für mich in diesem Rahmen richtigen Interpretation. Die kann aber morgen schon wieder ein bisschen anders aussehen, weil ich mich als Person weiterentwickelt habe, weil ich neue Einsichten gewonnen habe, andere Bücher gelesen habe und so weiter. Und alles fließt ein in die Interpretation. Also es wächst und lebt mit mir oder ich lebe mit meiner Musik. Und so wünsche ich es auch vielen jungen Menschen, dass es beweglich bleibt und immer hinterfragt wird.